Nach der Attacke von Sadio Mané auf seinen Mitspieler Leroy Sané nach der Niederlage bei Manchester City im Champions League Viertelfinal-Hinspiel wurde der senegalesische Nationalspieler nun vom FC Bayern suspendiert. Was passiert war, habe ich euch schon in einem anderen Video geschildert, das seht ihr jetzt oben. Dann kam es aber eben heute Morgen zu einem Gipfeltreffen mit Sané, Mané und den Bayern-Bossen, bestehend aus Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Dabei soll Mané eben einsichtig reagiert haben, also seinen Fehler eingestanden haben und wurde nun aber dennoch vom Bayern-Vorstand suspendiert. Zunächst hat nur die Bild davon berichtet, nun gibt es auch die offizielle Meldung vom FC Bayern München selbst. Und zwar heißt es darin recht kurz: Sadio Mané wird am kommenden Samstag nicht im Kader des FC Bayern für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen. Grund ist ein Fehlverhalten Manés nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City. Zusätzlich wird Mané eine Geldstrafe erhalten. Also sie äußern sich dabei nicht zu dem Geschehenen, aber das ist, denke ich mal, allen klar, was passiert ist. Des Weiteren wird er eben für ein Spiel suspendiert, nichts weiter, kriegt eine Geldstrafe und wird dann halt weiterhin Teil der Mannschaft sein, beziehungsweise er trainiert jetzt auch mit ihnen, wird aber einfach nicht im Kader stehen gegen Hoffenheim für das eine Spiel. Und auch heute war nach dem Gipfeltreffen und dem Gespräch zwischen dem Vorstand und den beiden Streithähnen auch das Training. Da gab es auch das ein oder andere Bild eben von Sadio Mané und Leroy Sané. Wie wir es hier sehen können, trainieren zusammen und anscheinend ist jetzt alles geklärt. Wie es jetzt wirklich zwischen den beiden aussieht, weiß man nicht, aber ich glaube, da wurde jetzt auch ein bisschen mehr draus gemacht, wie es wirklich war, auch wenn die Aktion an sich eigentlich gar nicht geht, aber ich denke, auch Sané wird da seine Teilschuld haben. Ich weiß es natürlich nicht, was er gesagt hat, das wissen nur die Spieler selbst, aber letztendlich, wenn die Spieler wieder miteinander klarkommen, Mané die Strafe absitzt, beziehungsweise auch zahlt, wovon ich natürlich ausgehe, dann denke ich, dass man da jetzt auch mal einen Haken dran setzen sollte. So viel dann also zu dem Thema. Kleines Update mal wieder an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Gerne ein Like und ein Abo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.